Die Fördermittel kannst du erst beantragen, wenn du alle Sanierungsarbeiten abgeschlossen hast. Also die Auszahlung der Fördermittel. Richtig, beantragen ganz genau. Musst du sie ja vor Baubeginn. Herzlich willkommen zum R&G. Zeit für Neues. Immobilien- und Investment-Podcast. Ich will Immos, ich will alles, ich will fliegen wie bei Marvel. Ich will Immos, Immos. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge R&G, Zeit für Neues, Immobilien- und Investment-Podcast. Ich habe heute jemanden hier neben mir sitzen, der mich im Alltag ziemlich oft begleitet, nämlich den Sebastian Vogt, der bei mir bei der R&G als Immobilienmakler unterwegs ist, sitzt heute aber nicht in seiner Position als Immobilienmakler hier, sondern wird uns einen Einblick geben in seine Großbaustelle, das eigene Einfamilienhaus, was seit längerer Zeit kernsaniert wird, eigentlich wie Neubau umgebaut wird, und wird uns mal ein paar Learnings mitgeben, was er in dieser Modernisierungsphase alles gelernt hat und was da so für Dinge vielleicht auch mal schiefgelaufen sind, damit ihr für euch da den Mehrwert rausziehen könnt, was man in Zukunft, wenn man vielleicht so ein Projekt vor der Brust noch hat, was man vielleicht im Vorfeld besser beachten kann, damit man nicht die gleichen Fehler macht. Erstmal hallo und herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du hier bist. Hi Marc, schön hier zu sein. Dankeschön. Ja, also vielleicht können wir mal kurz einen groben Abriss geben, worum es bei dir überhaupt gegangen ist. Du hast vor längerer Zeit ein Einfamilienhaus gekauft, hast dieses Einfamilienhaus in einem desolaten Zustand, kann man sagen, gekauft. Also es war nicht so bewohnbar. Es war ja komplett vermüllt, bevor du es gekauft hast. Es ist vom Zustand her so gewesen, dass im Prinzip alles getauscht werden musste, von Heizungsanlage, Wasser, Abwasser. Es gab keine Zwischentreppe in dem Haus, was du gekauft hast. Also, um das grob zu sagen, Komplettsanierung. Und du hast dich hingesetzt und im Vorfeld einen Plan geschmiedet, wie dieses Objekt saniert werden soll. Das Interessante ist, und das glaube ich ist auch eins der großen Themen heute, du hast mit den BAFA-Fördermitteln dort geplant. Also konkret ging es um die Heizungssanierung, Erneuerung der Heizungsanlage. Es war vorher eine alte Ölheizung. Korrekt, ganz genau. Im Haus. Und jetzt heute hast du eine Wärmepumpe. Richtig. Verbaut. Okay. Das heißt also, du hast dich hingesetzt, hast deine grobe Planung aufgestellt und das ist heute etwas anders gekommen als das, was du damals geplant hast. Vielleicht können wir mal kurz ein bisschen darüber reden, wie das Ganze so entstanden ist. Genau, also zunächst einmal muss man bei A starten. Als wir das Gebäude gekauft haben, also ich und meine Partnerin natürlich zusammen, hatten wir eigentlich ein ganz anderes Projekt geplant. Und zwar hatten wir damals das Objekt gefunden. Wir haben zu dem Zeitpunkt noch in einem Mietshaus in Hagen gewohnt. Und natürlich auch, um die Doppelbelastung irgendwann möglichst kurz zu halten, haben wir uns einen Plan gesetzt, das Haus innerhalb von 6 bis 8 Monaten maximal zu sanieren. Aber auch mit dem Plan, es nach einer gewissen Zeit X wieder abzustoßen. Mhm. Und während der Sanierungsmaßnahmen und Beginn der Baustelle hat man sich so ein bisschen auch in die Ortschaft verliebt, in die Lage oben. Wir wollten halt auch in die Natur, wenn man halt auch mal so in Familienplanung vorausschauen denkt, haben wir uns da gedacht, ja, der Wald ist direkt nebenan, die Kinder können direkt in den eigenen Wald und eine ruhige Lage, wo man sich mal ein bisschen zur Ruhe setzen kann. Und dann haben wir das ganze Projekt eigentlich umgekippt, haben uns mit dem Energieberater getroffen und der Energieberater hat das ganze Projekt so ein bisschen anders dargestellt und er sagte, hey, was haltet ihr denn davon, wenn wir ein Energiehaus 45E daraus machen? Also das ist ein sehr, sehr hochwertiges Energiehaus, das auch nur in Verbindung mit einer Wärmepumpe funktioniert, eben auch mit der Fußbodenheizung, mit einer sehr großen Dämmung, sowohl der untersten Geschossdecke als auch der obersten Geschossdecke, mit einer Wanddämmung von außen, so dass halt dieses Haus halt einen gewissen Energieeffizienzwert im A-Bereich hat, um halt hier auch dann die gewissen Förderungsmaßnahmen über die BAFA mitzunehmen. Ganz kurz, weil das jetzt ziemlich viel Fachinformationen auf einmal waren. Ja. Vielleicht können wir nochmal kurz beschreiben, das Objekt, als du es gekauft hast, um was für ein Haus handelt es sich da? Also ist das ein Fertighaus, ist das ein gemauertes Haus? Welches Baujahr? Kannst du da vielleicht ein paar Infos zu geben? Genau, also das Haus ist eigentlich noch relativ jung. Das ist Baujahr 1999 gewesen. Es ist eigentlich ein Einfamilienhaus, wurde aber von den Eigentümern dann direkt als Zweifamilienhaus genutzt. Es sind noch zwei
Erzähler im Haus erbaut, also hatten wir eine Einliegerwohnung dabei. Und ja, wie du schon ganz richtig angesprochen hast, es war ein sehr, sehr krasser Zustand, als wir es vorgefunden haben. Von der Bausubstanz her ist es unten massiv und obendrauf fertig, also ein klassisches Fertighaus. Also unten massives Mauerwerk, ganz genau, oben Holzständerwerk. Ganz genau, richtig. Mhm. Und ja, das hat Vor- und Nachteile bei der Sanierung, darauf werden wir sicher gleich mal kurz eingehen. Aber an sich war halt hier der Plan, jetzt hier raus ein sehr, sehr hochwertiges Energiehaus zu machen, was wir dann auch letztendlich umgesetzt haben, um hier halt dann auch die großen Fördermaßnahmen über die BAFA mitnehmen zu können. Also als du das Objekt gekauft hast, im Prinzip sagen wir mal vor Abschluss des notariellen Kaufvertrags, da hast du dir ja mit deiner Partnerin Gedanken gemacht, hast also deinen Sanierungsfahrplan im Prinzip aufgestellt, hast die Modernisierungskosten geplant und also ganz konkret, wie ist das zeitlich abgelaufen? Hattest du da schon konkrete Handwerksangebote? Wusstest du schon, welche Fördermittel du in Anspruch nehmen willst? Wie ist da der Ablauf gewesen? Genau, also bei Abschluss des Notarvertrages waren wir immer noch auf der Seite, dass wir wirklich das Haus kurzfristig sanieren wollten, um es nach einer gewissen Zeit wieder abzustoßen. Kurzer Haken dazu, wäre vielleicht gar nicht so intelligent gewesen, wenn man sich den aktuellen Immobilienmarkt anguckt, ne? Weil mittlerweile andere Preise am Markt halt generiert werden. Aber das ist nur nebensächlich. Wir haben halt dann uns, wie im Businessplan kann man sich das vorstellen, halt einen Sanierungsfahrplan gemacht für uns selbst, also die Entrümpelung, was würde Müll kosten, wie viel Geld müssen wir quasi für Sanierungsmaßnahmen, Heizung, Dach, Fassade, Bäder in Anspruch nehmen und haben halt das bei der Finanzierung halt hinterher mit eingereicht. Aber immer noch mit dem Hintergedanken, wir sanieren jetzt nicht den, ich sag jetzt mal Luxusstandard, genau, weil das Objekt für einen kurzen Zeitraum auch nur gehalten werden sollte und dann wieder verkauft werden sollte, um dann das nächste Projekt sozusagen anzugehen. Völlig korrekt. Und dann seid ihr erst in der Umbauphase quasi zu dem Status gekommen, dass ihr gesagt habt, boah, eigentlich ist es hier richtig schön, wir wollen hier bleiben, kommen wir, nehmen doch etwas hochwertigere Materialien, also wir sanieren etwas anders, als wir es ursprünglich mal geplant hatten. Genau, also nachdem die Sanierung begonnen hatte und die Finanzierung alle stand, sind wir in das Gebäude natürlich mehrfach rein und je öfter wir vor Ort waren, kam dann die Entscheidung, dass man doch längerfristig hier oben bleiben möchte, haben halt dann uns mit dem Energieberater zusammengesetzt und geschaut, welche Möglichkeiten haben wir und haben halt dann den kompletten Plan umgeschmissen, um halt dann dieses Energiehaus ja quasi zu gewährleisten und halt hier auch mit wesentlich hochwertigeren Materialien zu arbeiten, halt eigentlich das Haus für die Ewigkeit. Das heißt aber in der Finanzierungsgestaltung, da war ja noch der alte Plan, da habt ihr die Modernisierungskosten schon anhand von konkreten Handwerksangeboten gemacht oder hattet ihr da erstmal so, ich sag jetzt mal, das Bauchgefühl, dein Erfahrungsschatz sozusagen erstmal? Also ich würde sagen, das war so ein Mix aus beidem, also wir hatten definitiv schon über das Handwerkernetzwerk, was wir ja hier auch haben, uns Angebote geben lassen über die verschiedenen Gewerke. Und natürlich so ein bisschen nach dem Bauchgefühl. Ich muss sagen, mein Bauchgefühl war dann noch relativ positiv, wenn man sich dann die Entwicklung anguckt, wie es jetzt geworden ist und was für Herausforderungen wir dann hatten, dann ist das Bauchgefühl dann doch eher schlecht gewesen. Ja gut, jetzt muss man dazu noch sagen, es war ja zu einem Zeitpunkt, also jetzt in den letzten, wie lange hast du das Haus jetzt gerade? Also wir haben es gekauft 2021, Ende 2021 und wie jeder weiß, ist 22 und 23 der Markt explodiert, was die Materialpreise, die Handwerkspreise betrifft. Und das war auch so ein bisschen etwas, was uns zwar nicht das Genick gebrochen hat, aber doch schon sehr belastet hat. Also im Prinzip sind dann mehrere Faktoren auf einmal gekommen. Also auf der einen Seite der, ich sag jetzt mal, erhöhte Materialpreis, der gekommen ist, plus die Situation, dass ihr gesagt habt, wir wollten am Anfang eigentlich etwas mehr Low-Budget sanieren und haben dann aber entschlossen, ja, wir wollen doch für die Ewigkeit bleiben, dann lass es uns etwas vernünftiger machen, etwas höherwertige Ausstattung nehmen. Also die beiden Punkte sind im Prinzip an der Stelle zusammengekommen. Auf jeden Fall. Und im Grunde hat man sich auch so ein bisschen auf seine eigenen Erfahrungen gestützt. Also ich habe schon mal ein Haus saniert. Mit 26 habe ich damals schon mal ein Haus gekauft, habe das auch saniert und dann hinterher verkauft. Das besprechen wir vielleicht mal in einer anderen Runde. Aber genau darauf habe ich mich halt gestützt, auch ähnliche Preise erstmal veranschlagt. Aber wie du gerade korrekt angesprochen hast, die Marktentwicklung zu den Materialpreisen war dann eine ganz andere. Zudem die Umstrukturierung in das neue Projekt. Ja, und da sind natürlich jetzt die großen Zahlen auf den Tisch gekommen. Also wenn man das jetzt dann mal weiterspinnt, also ich sag mal, ihr habt jetzt im Innenbereich angefangen zu sanieren, weil ihr ja ursprünglich mit einer anderen Strategie an die Sache rangegangen seid. Ihr wolltet ursprünglich nur das Heizungserneuerungsprogramm der BAFA in Anspruch nehmen. Dann seid ihr im Innenbereich losgelegt sozusagen, habt dann ein Gespräch mit dem Energieberater geführt und der hat euch auf die Idee gebracht, Mensch, lass uns doch etwas größer, etwas umfangreicher auch die Außenhülle des Gebäudes in Anspruch
nehmen. Ne? Das heißt, wie ist dann so der zeitliche Ablauf gewesen? Wie habt ihr dann angefangen, mit den Sanierungen weiterzumachen? Genau, also zunächst haben wir die Einzelmaßnahmenförderung mitgenommen, wie du ganz richtig angesprochen hast, die Heizungsmaßnahme auszutauschen. Aus Altöl sollte eigentlich Gashybrid werden. Mhm. Da sind wir hinter von weg, haben dann die Ölheizung in dem größeren Fahrplan in eine Wärmepumpe umgetauscht, weil man hier dieselben Förderungsmaßnahmen mitbekommt. Mhm. Ja, und sind dann halt hergegangen und haben halt den großen Fehler gemacht, dass wir dann zuerst den kompletten Innenausbau, natürlich auch die Heizungsanlage und die Elektrik, sowie alle Fenster, Türen, sowie Bäder, Böden, Wände, Grundrissveränderung und ganz wichtig Grundrisserweiterung. Das ist ganz wichtig. Warum müssen wir darüber sprechen? Weil das Haus hatte vorerst eine Wohnfläche von knapp 190 Quadratmeter und hat jetzt eine reine Wohnfläche von 292 Quadratmetern. Warum ist das wichtig? Weil wenn man den Plan für die Fußbodenheizung legt, dann ist die ja erst auf 195 Quadratmeter ausgelegt. Wenn man aber jetzt viel mehr Fläche hat, dann muss natürlich auch eine größere Heizungsanlage her, es müssen mehr Schläuche gelegt werden und. Was natürlich den ganzen Kostenaufwand extrem nach oben treibt. Also der Hintergedanke bei der BAFA-Heizungserneuerung war, dass man im Prinzip sagt, wir schmeißen die alte Ölheizung raus, also die fossilen Brennstoffe weg. Wir installieren eine Hybrid-Heizungsanlage, das heißt, das wäre eine Heizungsanlage gewesen, die zusätzlich zu dem fossilen Brennstoff noch eine PV-Anlage oben auf dem Dach hat, die die Warmwasseraufbereitung übernimmt, damit also Hybrid ist. Und der Vorteil ist, dass man zu dem Zeitpunkt, als du es umgesetzt hast, noch 45% Zuschuss bekommen hat. Also das heißt, die Rechnung, ich sage jetzt mal, wenn es 100.000 gekostet hätte, hättet ihr 45.000 Euro von der BAFA erstattet bekommen. Ganz genau. Und dadurch, dass man halt die Heizkörper, die an der Wandfläche verbaut waren, austauscht gegen eine Fußbodenheizung, kann man alle Sanierungsmaßnahmen, die in Verbindung mit der Heizungsanlage stehen, das heißt also Fußbodenaufbau, also Heizungsanlage rein, Estrich und auch, ich sage jetzt mal, wenn es Fliesen geworden wären, die Fliesenbelege, die quasi als ja, Heizfläche dann ja dienen, auch die kann man zu 45% fördern lassen. Also mit einer Sanierungsmaßnahme, Heizungserneuerung, kann man aber im Prinzip sehr viel Wohnraum fördern lassen. Das war der ursprüngliche Hintergedanke, bevor dann diese Energieeffizienzhaus 45 Geschichte daraus entstanden ist. Ganz genau. Also ich meine, das greift natürlich jetzt immer noch. Ja, also der komplette Bodenbelag heißt, wir haben hier jetzt Vinyl, der extra für Fußbodenheizung geeignet ist. Und natürlich sind die Bäder komplett mit Fliesen ausgestattet. Das ist alles weiter förderfähig. Aber durch die Grundrisserweiterung und halt auch hier die Flächenerweiterung, natürlich explodieren da hinterher die Margen, weil man natürlich alles Weitere mitsanieren muss in diesem Bereich. Mhm. Also auf der einen Seite, ich kann mich noch an den Zeitpunkt erinnern, als ihr darüber gesprochen habt, die ja nicht genutzte Nutzfläche umzuwandeln in Richtung Wohnfläche. Es hat sich auch angeboten, von den Räumlichkeiten her dort das mitzunehmen. Und ich sag mal auch aus Immobilienmaklersicht war es ja ein strategisch guter Schachzug, Wohnfläche zu erweitern. Warum? Jeder Quadratmeter Wohnfläche mehr bringt natürlich auch auf der anderen Seite mehr Objektbewertung dahinter. Ne? Also ein Kellerraum, der toll ausgestattet ist, bringt einem in der Immobilienbewertung gar nichts, sondern nur die reine Wohnfläche bringt ja wirklich einen Wertzuwachs dabei. Ne? Absolut, man muss sich vorher vorstellen, in diesem Nutzraum lag vorher nichts, also da war Boden, also Erde, ne? Also diese Erde musste komplett ausgeschachtet werden, es musste eine neue Bodenplatte gegossen werden und dann kam der Estrich drauf, dann die Fußbodenheizung, dann der Bodenbelag. Natürlich ist das alles wertsteigernd, wenn man das Objekt hinterher mal wieder zu Veräußerungszwecken freigeben würde, aber in erster Linie hat es natürlich erstmal den Kostenkalkulator nach oben getrieben. Ja, na klar. Mehr Wohnfläche ist auch mehr Wohnqualität an der Stelle. Ihr habt ja unten im unteren Bereich eine Einliegerwohnung und im oberen Bereich, das nutzt ihr quasi für euch. Und die Wohnraumerweiterung kam also in dem fremdvermieteten Teil mit dabei, sodass man dort halt auch hätte mehr Mieteinnahmen noch generieren können dadurch. Ne? Ganz genau. Also das ist auch jetzt möglich. Also wie gesagt, unten ist die Einliegerwohnung, die man theoretisch zur Vermietung freigeben könnte. Mhm. Ne? Ich sag mal, auch solche Geschichten wie Airbnb sind ein Thema. Ob man das jetzt nutzt oder nicht, das bleibt jedem selbst überlassen. Mhm. Aber klar, man kann natürlich jeden Quadratmeter, der mehr als Wohnraum gilt, natürlich auch dann zu einem gewissen Mietzins besser vermieten. Ja. Okay, so jetzt war also der Gedanke, gut, wir gehen jetzt auch an die Gebäudehülle dran
Und wie habt ihr dann mit den Sanierungsmaßnahmen weitergemacht? Seid ihr im alten System unterwegs gewesen, also von innen nach außen, oder habt ihr direkt im Außenbereich angefangen? Ja, so ein bisschen überall. Also das Problem war, dass wir jetzt überall quasi Baustelle hatten und immer noch im Zuge dessen die Doppelbelastung. Also man muss natürlich auch schnell agieren, Entscheidungen schnell treffen. Mhm. Man hat sich schnell Handwerker Angebote geben lassen und die Kalkulation ging nach oben. Und natürlich musste in diesem Zuge auch erstmal nachfinanziert werden. Mhm. Okay, also um das zu verdeutlichen, ihr hattet halt den Druck auf der einen Seite, weil ja die Miete weiterhin im Hintergrund läuft, die bezahlt werden muss, plus die Bankfinanzierung, die auch schon läuft. Also das meintest du mit Doppelbelastung? Ganz genau. Finanzielle Doppelbelastung. So, und dann bist du schon an dem Punkt gekommen, dass du gemerkt hast, okay, mit der alten Kalkulation, was wir an Sanierungsmaßnahmen uns vorgenommen haben, kommen wir ja jetzt nicht mehr hin. Jetzt müssen wir das erste Mal nachfinanzieren, damit halt die umfangreicheren Sanierungsmaßnahmen, Fassade und so, alles, was vorher nicht mit eingeplant war, jetzt nachfinanziert werden konnte. Ganz genau. Also man muss sich ja vorstellen, auch die Dämmung ist natürlich jetzt eine viel stärkere als vorher. Also ist der komplette Sanierungsfahrplan so quasi über den Haufen geworfen worden. Man muss da jetzt eine gewisse Normstärke im Dachbodenbereich haben für Dämmungszwecken, eine gewisse Normstärke für die Dämmung im Außenbereich. Mhm. Und natürlich auch die Fenster sowie Türen müssen einen viel besseren Dämm- oder Isolationsstandard aufweisen, um halt hier hinter auch die Förderung überhaupt genehmigt zu bekommen. Fenster hattet ihr vorher in dem alten System auch schon geplant oder ist das erst im neuen System gekommen? Genau, also wir hatten die Fenster damals auch schon geplant, aber Doppelkunststoff, ganz normal, also 1-zu-1-Austausch nur in einem neueren Bereich, also eine Modernisierung. Und jetzt muss es aber eine Dreifachverglasung sein mit Isolierschutzverglasung, genauso auch im Türenbereich, also jede Außentür muss da diesen gewissen Standard halt aufweisen. Okay, das heißt aber, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, innen oder außen, ihr habt dann erstmal innen weitergemacht oder wie lief es dann ab? Genau, also wir haben dann innen erstmal so gestaltet, dass es überhaupt bewohnbar wurde, sodass man halt hier die Doppelbelastung über den alten Mietbereich nicht mehr hat, sind halt dann eingezogen und sind halt jetzt logischerweise im Bereich der Außensanierung, dass man halt hier die ganze Dämmung an die Außenfassade bringt. Dadurch entsteht natürlich eine kleine Herausforderung. Also ja. Wenn du jetzt mal da aufzählen müsstest, was hat da dann zu den Problemen geführt? Also schlussendlich war es so, dass die Dämmung bereits vor dem Winter geliefert worden ist, dann aber erst die Innenarbeiten im inneren Bereich abgeschlossen werden mussten. Und was ist jetzt schlussendlich passiert? Der erste große Super-GAU war natürlich, das Material ist über den Winter leider nass geworden und man musste ein neues Material bestellen und wie man sich schon denken kann, übernimmt dafür die Firma dann keine Haftung, weil die halt sagen, ihr seid selbst dafür verantwortlich, das Material richtig zu lagern. Und natürlich macht auch die Witterung seit Anbeginn des Jahres einen Strich durch die Rechnung, weil wir extrem kalte Temperaturen hatten und sehr regnerisches Wetter, was den Firmen natürlich das Problem darstellt, dass sie nicht draußen arbeiten können. Und somit verzögert sich das ganze Projekt immer weiter nach hinten. Also das eine ist jetzt, dass das Material kaputt gegangen ist, was da draußen gelagert worden ist. Wie läuft das denn mit den Fördermitteln ab? Genau, also die Fördermittel kannst du erst beantragen, wenn du alle Sanierungsarbeiten abgeschlossen hast. Also die Auszahlung der Fördermittel. Richtig, beantragen ganz genau. Musst du sie ja vor Baubeginn, ne? Ja, richtig. Dass du sagst, hey, ich will jetzt hier KfW 45 Standard erreichen. Das ist vorher passiert, aber die Auszahlung der Zuschüsse, die erfolgen erst dann in dem Moment, wenn die Sanierungsmaßnahmen abgeschlossen sind. Genau, die Beantragung ist natürlich ganz am Anfang. Man beantragt das zusammen mit dem Energieberater. Und natürlich muss man dann, wenn alle Sanierungsmaßnahmen abgeschlossen sind, die Rechnung der Handwerker gebündelt einreichen in Zusammenarbeit mit dem Energieberater und das dann an die BAFA weiterleiten. Und dann erfolgt erst die Auszahlung nach 1-2 Monaten. Das heißt also, du hast jetzt im Prinzip mehr Sanierungsmaßnahmen produziert. Du hast auf der anderen Seite Materialien, die teilweise zerstört worden sind, dadurch gut äußere Umstände, dass du halt erst im Innenbereich fertigstellen musstest, weil du im Prinzip die Doppelbelastung hattest. Und du hast die Situation, dass die Fördermittel, die du vermutlich schon im Vorhinein für andere Dinge eingeplant hattest, noch nicht ausgezahlt werden können, solange die Sanierungsmaßnahmen aber im Außenbereich noch nicht abgeschlossen sind. Ne? Völlig korrekt. Und man kalkuliert ja auch mit diesen Fördermitteln, ja, die man natürlich in seine Sanierungsrechnung mit einfließen lässt. Das Problem ist natürlich, wir hatten es vorhin kurz angerissen, dass die Preise draußen am Markt explodiert sind für Handwerker und natürlich auch für Materialien. Und das hat natürlich die ganze Kostenkalkulation, wenn man von dem Ist-Zustand ausgeht, Erstplanung, Sanierungsfahrplan, zu jetzt kann man ungefähr sagen, dass sich die Kosten irgendwie verdreifacht haben. Ja, das ist schon ein extremer Unterschied, ne? Ob ich jetzt mit der einfachen Summe oder mit der dreifachen Sanierungssumme dann rechnen muss. Ne? Was würdest du jetzt einem neuen
Käufer eines Einfamilienhauses oder generell jemanden, der sich jetzt gerade mit dem Thema Sanierung beschäftigt, was würdest du dem aus deiner Erfahrung heraus jetzt für einen Tipp mitgeben? Was würdest du heute mit dem Erfahrungsschatz, den du jetzt dadurch gesammelt hast, anders machen, als du es beim letzten Mal gemacht hast? Also bevor ich überhaupt an die Sanierung herantrete, würde ich mir ganz klar bewusst machen, was ich mit dem Haus anfangen möchte. Möchte ich es vielleicht nur für einen kurzen Zeitraum bewohnen oder wirklich für lange Zeit? Mhm. Dann würde ich mir wirklich mit Fachleuten das Objekt besichtigen, zum Beispiel auch dem Energieberater, weil wir gehen immer mehr in die Richtung der energetischen Sanierung, die auch für die Zukunft immer wichtiger werden. Und dann mit dem Energieberater zusammen einen wirklichen Fahrplan aufstellen und anhand dessen den Sanierungsfahrplan ergänzen. Das heißt, ganz kurz, ja. An welcher zeitlichen Achse bist du da jetzt gerade vor Notarvertrag, also noch in der Finanzierungsplanung, oder bist du nach Kauf der Immobilie? Also im Grunde genommen sollte man das grobe Konstrukt bereits vor dem Kauf wissen, damit man weiß, was für Kosten auf einen zukommen. Zum Beispiel energetische Sachen können ja auch in der Finanzierung mit aufgenommen werden und sind vielleicht auch gar nicht uninteressant für die Bank, und das sollte man vielleicht vor einem notariellen Kaufvertrag wissen. Mhm. Also ich kann aus Baufinanzierersicht auch auf jeden Fall da den Tipp geben. Natürlich kommt das immer so ein bisschen auf die Verkaufssituation an. Also ist der Verkäufer der Immobilie bereit, den neuen Kaufinteressenten auch häufiger mal ins Objekt zu lassen, dann auch mit Handwerkern mal jemanden ins Objekt zu lassen. Aber grundsätzlich kann ich nur empfehlen, je umfangreicher diese Sanierungsmaßnahmen sind, und das hört man ja jetzt, ich sag mal, ob man mit der einfachen Sanierungssumme oder mit der dreifachen rechnet, macht einen extremen Unterschied. Also man sollte den Verkäufer im Idealfall dazu bekommen, dass er einen öfter ins Haus reinlässt, dass man die Möglichkeit hat, wirklich diese Kostenkalkulation vernünftig und sauber zu planen, weil, das kann man auch dazu sagen, da wirst du ein Lied von singen können, die Baufinanzierung ist der günstige Part. Die Nachfinanzierungen sind immer teurer als die Hauptfinanzierung zu Beginn des Ganzen, ne? Absolut, also gerade im Nachfinanzierungsbereich haben wir natürlich auch mit den steigenden Baufinanzierungszinsen zu kämpfen, aber dennoch gebe ich dir vollkommen recht, bei der Erstbesichtigung sollte man sich das Objekt anschauen und natürlich dann in der Zweitbesichtigung wirklich versuchen, dann auch vielleicht mit Handwerkern oder einem Energieberater zusammen mit dem Makler oder wenn kein Makler dort ist, sich versuchen gut zu stellen mit dem Verkäufer, um mal diese Punkte sauber abzuklären, um im Vorhinein zu wissen, welche Kostenkalkulationen kommen ungefähr auf mich zu, damit man es bei der Finanzierung direkt auch in Verbindung mit Fördermitteln einfließen lassen kann. Also um das auch auf deine Situation nochmal runterzubrechen, wäre deine Empfehlung an den neuen Interessenten, der sich damit beschäftigt, auf jeden Fall vorher sich auch zu überlegen, welche Fördermittel möchte ich in Anspruch nehmen, um daraus resultierend quasi seine Modernisierungsplanung auch vornehmen zu können. Und das vorher, bevor ich das Objekt gekauft habe und dann innen drin loslege sozusagen. Ganz genau, so kann man es eigentlich runterbrechen, und was halt absolut wichtig ist, dass man erst mit den Sanierungen beginnt, die auch für die Förderung wichtig sind. Das bedeutet, wenn die Förderung mir sagt, ich muss energetisch zum Beispiel die Fassade, die Fenster, die Heizung machen, dann sollte ich mit diesen Punkten starten, um dann hinterher mit der Förderung weitere Schritte abarbeiten zu können. Finde ich vom Zeitablauf her sehr wichtig. Also wenn man nämlich sich in die Situation mal reinversetzt, ich wohne jetzt gerade zur Miete, ich baue auf der anderen Seite das Objekt um. Doppelbelastung ist ja das Thema jetzt an der Stelle. Das war der Grund, warum du erst im Innenbereich saniert hast, um möglichst schnell in die Immobilie einziehen zu können. Du würdest aber heute rückblickend sagen, lieber ein paar Euro mehr Miete zahlen, also für ein paar Monate mehr Miete zahlen, aber dafür von einem zeitlichen Ablauf her von außen nach innen arbeiten sozusagen. Also von außen nach innen, wenn es die Fördermittel hergeben. Du hast konkret darauf bezogen, das, was die Fördermittel bringt, das als allererstes abarbeiten, damit man dann das Geld schon wieder zur Verfügung hat und dann sozusagen, ich sage jetzt mal Dinge, die nicht gefördert werden, weiß nicht, Badezimmer, Hobbyräume oder Schlafzimmer oder sowas, Bodenbelege, Wandbelege, das sind Schönheitsdinge, haben aber nichts mit der Förderung zu tun, die würdest du ganz zum Schluss dann setzen. Absolut, also man kann es ungefähr so ummünzen, alles, was erst energetisch verpflichtend ist für die Förderung zuallererst und dann immer weiter in Richtung Wohlbefinden, Luxus, halt hinter auch das Mobiliar und so weiter, dass das wirklich zu allerletzt kommt, auch eine Küche und so muss nicht sofort bestellt werden. Klar, jeder möchte eine schöne Küche haben und natürlich auch am besten sofort, aber das sind so Punkte, die man erst kalkulieren sollte, wenn man mit den Fördermaßnahmen rechnen kann. Würdest du sagen, dass es sinnvoll ist, eine Küche bereits aufzubauen, wenn im Innenbereich noch nicht alles saniert ist?
Nein. Ja gut, klar, ist in deinem Fall auch so gelaufen. Die Küche stand schon dort und musste dann immer aufwendig abgedeckt werden, damit da nichts drankommt und so. Das ist natürlich auch alles ein bisschen unschön. Aber klar, ich meine, ist ja irgendwo verständlich, dass man so schnell wie möglich aus dieser Doppelbelastung auch raus möchte, weil es finanziell halt einfach auch drückt. Da macht das ja schon Sinn, sich mit dem Bereich zu beschäftigen. Aber, und das ist, glaube ich, ein wichtiges Learning, du würdest sagen, man soll lieber eine Doppelbelastung in Kauf nehmen und vielleicht schon vorne in der Finanzierungsberatung einkalkulieren, damit man eben nicht diesen Druck ausgesetzt ist, komm, wir müssen jetzt aber erst das sanieren, dann das und dann kommt man von der Zeitachse her komplett in Schwulität. Genau, man sollte immer dafür sorgen, dass man die Zeit nicht unbedingt im Nacken hat, dass man wirklich seine Entscheidung sauber und auch kostensparend dann auch entscheiden kann, sodass man halt erst, wie gesagt, mit den Fördermaßnahmen rechnen kann und dann erst hinter in Richtung der Luxusartikel gehen kann, wie teure Fliesen oder halt auch die Küche oder das Schlafzimmer. Finde ich, ist auch ein wichtiger Punkt. Also klar, wenn man so durch die Bauhäuser läuft und sich dann schöne Sachen aussucht, dann guckt man ja meistens nach den Dingen, die auf der Wand passieren, ne? Also oder vor der Wand, um das eher zu sagen. Ich also würde auch aus meinem Erfahrungsschatz heraus behaupten, die kostenintensiven Dinge wie eine Heizungsanlage, Dach, Fenster, also Dinge, die vielleicht jetzt, also eine Heizungsanlage guckt man sich nicht jeden Tag an, aber die ist halt essentiell zuständig für die laufenden Nebenkosten, die ich ja dann irgendwann in der Immobilie produziere. Ich würde auch behaupten, ich würde eher Geld in solche Dinge investieren, also in eine vernünftige, gute Heizungsanlage, vernünftige, gute Fenster, anstatt zum Beispiel eine tolle WC-Drückerplatte zu nehmen oder sowas. Also das war jetzt ein Extrembeispiel, aber soll darauf hinaus, also das sind Luxusgegenstände, sage ich jetzt mal, ne? Wohingegen so andere Dinge wie eine Heizungsanlage oder sowas ja wirklich essentiell wichtig sind für die Technik des Hauses. Ja, man unterschätzt ganz, ganz stark die Kosten für Dinge, die man nicht sieht. Also alles das, was zum Beispiel in den Wänden oder in den Böden ist. Mhm. Das kann mit der Elektrik starten, das geht aber auch über Leitungssysteme, Wasser, Abwasser, Zuwasser. Das geht um die Heizungsanlage und natürlich auch Dämmsachen. Also alle Sachen, die ich eigentlich gar nicht sehe, die aber einen riesengroßen Kostenfaktor widerspiegeln. Und ganz am Ende sollte ich dann ins Bauhaus gehen oder natürlich zu meinem Badausstatter des Vertrauens, um mir die Drückerplatte anzuschauen. Ja, also das heißt auch wirklich, sag mal, wenn man sich jetzt nochmal neu damit beschäftigen würde, dann geht es im Prinzip damit los, erstmal technische Ausstattung und ganz zum Schluss kommen dann die optischen Highlights, sage ich mal, die sollte man nicht zu Beginn planen, sondern eher zum Ende hin. Richtig, wir wohnen zwar alle gerne schön, aber erst die wichtigen Punkte, die das Haus auch hinterher werthaltig machen, weil natürlich ein Bett, eine Küche und tolle Bilder machen das Haus auf den ersten Blick bei einer Besichtigung attraktiv, sind aber nicht so werthaltig oder wertstabil, wie natürlich die Heizungsanlage oder eine vernünftige Elektrik, die verbaut wird. Da kannst du als Immobilienmakler natürlich aus Erfahrung sprechen. Klar sind das optische Dinge, die der Kunde, der Interessent beim ersten Reinkommen irgendwo sieht. Aber wenn man es auch mit unseren Bewertungssystemen, die wir da haben, mal auf den Punkt runterbricht, hast du irgendwo ein Feld, wo du angeben kannst, welche Marke die Drückerplatte hat oder welche Qualität die Fliese hat, die da liegt oder sowas? Ja, natürlich kann man das alles individualisieren. Wir als Makler natürlich, wir sehen ganz, ganz viele Häuser und natürlich wird man auch hinterher über die verschiedensten Materialien belehrt und weiß auch natürlich irgendwann, was eine Fliese mit Maß 1 Meter mal 1 Meter oder 2,70 Meter mal 1,20 Meter kostet, ja, wo da die Preisunterschiede liegen. Aber für uns als Makler und auch als Bewerter ist es ganz wichtig, erstmal zu schauen, was sind die versteckten Sachen, die man halt nicht sieht. Ja? Fenster, Elektrik, Dach, Heizung, Dämmung, das sind die Sachen, die ein Haus wirklich hier werthaltig machen, auch für den Bewertungsbereich. Und schlussendlich kann man hinter besondere Gegenstände wie eine Küche, Pool, Sauna, also alles, was in den Luxusbereich geht, natürlich in der Bewertung mit einfließen lassen, sind natürlich auch wichtig, aber zuallererst die wirklich wichtigen Dinge erledigen. Die technischen Ausstattungen. Ja. Hast du noch einen Tipp, was das Thema Handwerker angeht? Also worauf man da achten sollte? Ja, das kommt immer so ein bisschen darauf an, was man halt vorhat. Also wenn man so eine Großbaustelle, wie nun mal ich sie jetzt vor der Brust hatte, dann sollte man wirklich versuchen, vielleicht mit einem Generalunternehmer zu arbeiten, der vielleicht seine eigenen Leute koordiniert, also dass man einen hat, der den Hut auf hat. Oder wenn man natürlich über ein Handwerkernetzwerk verfügt, sich genügend Angebote reinholt, mit den Handwerkern spricht. Das geht natürlich nur, wenn man die nötige Zeit hat, weil auch Handwerker sind rar und Handwerkerleistungen sind teuer. Aber man sollte sich lieber 1-2 Stunden mehr Zeit nehmen, um die Angebote zu vergleichen, auch wirklich ins Detail gehen. Ist alles dabei oder kommen dann noch Zusatzkosten auf mich zu? Und wenn man diese Sachen hinter sich hat, dann die Sachen in Auftrag geben.
Also ich finde auch ein so ein Learning, was ich irgendwann mal für mich mitgenommen habe aus dieser Situation mit den Handwerkern ist, auch wenn ein Angebot im ersten Moment teurer erscheint, heißt das nicht, dass es teurer ist, sondern es kommt ganz hier oft ja auch darauf an, was für Materialien werden da verwendet, sind da vielleicht Pauschalpositionen in den Angeboten enthalten oder ist das ein Festpreis? Und nur weil das Angebot im ersten Moment vielleicht ein paar Euro teurer wirkt, sollte das nicht nur das Entscheidungskriterium sein, nach dem Preis den günstigsten Handwerker auszusuchen, sondern im Prinzip nach allen Bestandteilen, die damit zusammenhängen. Und es kann manchmal sein, dass am Ende das teurere Angebot sogar das günstigere ist, weil halt nicht irgendwie 10 Pauschalpositionen mit drin sind und das Angebot sich dann peu à peu erhöht. Ne? Ja, also bin ich vollkommen bei dir. Also wirklich die Handwerkerangebote prüfen. Und wie du schon ganz richtig sagst, es hat einen Grund, warum der eine Handwerker vielleicht 1.000, 2.000 Euro teurer ist. Aber ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, wenn man zu günstig greift, zahlt man am Ende doppelt. Mhm. Und genau das sollte man vielleicht vermeiden und dann hier wirklich die Handwerker auch die Leistung und natürlich auch die Bewertung, die Handwerker mit sich bringen, die sind nicht ohne Grund da und die haben auch ihre Berechtigkeit. Ja. Ne? Also wir haben dafür ja auch bei uns im Immo-Club unser Handwerkernetzwerk, wo wir, ich sag mal, vorgeprüfte Handwerker mit drin haben, mit denen wir unsere guten Erfahrungen haben. Das funktioniert natürlich jetzt hier bei uns im Umkreis sehr gut, aber der Tipp allgemein gehalten, dass man darauf achten sollte und nicht nur auf den Preis achten sollte, wenn man in anderen Regionen mit Handwerkern zusammenarbeitet, ist mit Sicherheit kein unwichtiger Punkt, ne? Nein, bin ich absolut bei dir. Also hier die Selektion wirklich vernünftig machen, auf Erfahrungsberichte schwören und natürlich hat der ein oder andere, wie du schon gerade gesagt hast, auch bei uns im Handwerkerbereich, da den ein oder anderen Erfahrungsbericht, den man da nutzen kann. Mhm. Ja, also ich denke, zusammengefasst sind das auf jeden Fall eine ganze Menge wichtige Punkte, die man da jetzt als Erkenntnis rausziehen kann. Aus Baufinanzierersicht ist das Learning Nummer 1, dass man auf jeden Fall im Vorfeld genug Zeit haben sollte zum Kalkulieren, sich im Vorfeld mit den Modernisierungen heute intensiver, als es gestern war, auseinandersetzen sollte aufgrund der gestiegenen Materialpreise. Im Idealfall halt im Vorfeld auch schon mit Handwerkern ins Objekt gehen, im Vorfeld die Kosten vernünftig kalkulieren, wenn ein Energieberater dazu gezogen werden muss, das auch im Idealfall vor der Finanzierungsplanung so zu machen, dass man im Finanzierungsgespräch die Punkte dann schon berücksichtigen kann und nicht erst nach Kauf der Immobilie. Und das, was du gerade gesagt hast, noch mit dem zeitlichen Ablauf der Sanierungsmaßnahmen, erst die Punkte abarbeiten, die für die Förderung, für die Zuschüsse wichtig sind und erst danach in den Luxusbereich oder in den optischen Bereich, also das, was alles mit dem Auge im Prinzip zu tun hat, damit dann erst zu starten, wenn man den wichtigen Bereich abgearbeitet hat. Also du hast es perfekt auf den Punkt gebracht, was ich noch mit auf den Weg gehen kann. Wir sind alle Investoren, ja, wir investieren auch alle in Immobilien. Ich kann nur den Tipp geben, gerade so ein Projekt kann einen auch zurückwerfen. Das heißt, wenn man in Immobilien investieren möchte, kann einen das eigengenutzte Haus, wenn es dann zu groß wird oder man auch im Nachfinanzierungsbereich ist, sich erst einmal für ein paar Jahre kaputt machen, um weiteres Investgeschäft zu generieren. Deswegen aufgepasst, vielleicht erst mich das nötige Immobilienportfolio anschaffen, wenn man in diesem Bereich unterwegs ist und erst dann, wenn man an einem gewissen Punkt gekommen ist, wo diese Objekte einen das eigene Objekt im besten Fall finanzieren, dann in Richtung Eigenheimprojekt gehen und das dann vernünftig umsetzen. Ja, das kann einen natürlich zurückwerfen. Ich sage immer so schön, wenn man hoch springen möchte, muss man vorher einmal kurz ein bisschen in die Knie gehen. Das in die Knie gehen ist meistens das, was einem ja so ein bisschen Schmerz bereitet, weil das so den Lebensstandard erstmal gefühlt wieder nach hinten schmeißt. Ne? Aber das ist halt manchmal so, man darf nicht immer zu hoch versuchen zu springen. Wenn man aus dem Stand heraus versucht, hoch zu springen, funktioniert das nicht. Man muss erst ein Stückchen in die Knie gehen. Und das ist halt immer mit ein bisschen Schmerz. Und wenn es Lebensqualität ist, auch das Schmerz. Damit ist das erstmal verbunden, aber am Ende ist es wahrscheinlich der bessere Weg, langfristig gesehen auf jeden Fall, um weiter Vermögen aufbauen zu können. Also diesen Spruch, der hat mir mal ein ganz weiser Mensch gesagt, ich will nicht verraten, wer es war, vielleicht lacht er gerade und eigentlich hat man diesen Schritt auch immer befolgt, aber wie du schon richtig sagst, vielleicht einmal den Schritt zurückwagen, um dann wieder höher springen zu können und in dem Bereich muss man auf jeden Fall aufpassen. Das sind Emotionen. Also ich finde, das ist auch gar nicht verwerflich oder sowas. Also man kennt das eigentlich, kennt das aus dem eigenen Bereich, zum Beispiel mit Autos. Ich habe da total ein Faible für und ich merke das auch ganz oft, wenn ich mich mit Autos beschäftige, dass dann die Vernunft aussetzt. So, das ist immer so. Wenn man sich selber belohnen möchte, dann setzt im ersten Moment erstmal der Vernunftsgedanke aus und man findet 1000 Argumente dafür, warum das jetzt gerade total richtig und wichtig ist, dass man sich damit belohnt. Aber am Ende muss man
man sich immer wieder selber irgendwie so ein bisschen zurückholen und sagen, ja, ist das jetzt gerade wirklich der richtige Zeitpunkt dafür? Ist das jetzt schon der richtige Moment? Man darf Fehler machen. Wichtig ist, dass man aus den Fehlern, denke ich, lernt und den Kopf nicht in den Sand steckt, sondern wenn einem die Scheiße bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Habe ich auch mal von einem sehr, sehr schlauen Menschen gehört, diesen Spruch. Und ich glaube, da steckt auch ganz viel Wahrheit drin. Also einfach, ja, die Sachen aus dem Weg räumen, die einen da hindern und weitermachen, auch wenn man kurz mal in die Knie gehen muss, langfristig kann man daraus höher springen, als wenn man aus dem Stand springt. Und wenn es einen doch jeden Tag ärgert, immer daran denken, das sind große Lerngeschenke, die man für die Zukunft mitnimmt, weil man weiß, dass man im besten Fall solche Fehler dann in dem Augenblick nicht mehr machen wird und sich besser positioniert für die Zukunft. Jetzt haben wir eine ganze Menge Sprüche geklopft. Weise Worte. Weise Worte, genau, das war das, was mir gefehlt hat. Ich glaube, das ist ein guter Abschluss für die Podcast-Folge. Für die Zuhörer da draußen oder die Zuschauer, die uns jetzt auf unserem neuen YouTube-Kanal verfolgen, weil der Podcast mittlerweile ja auch als YouTube-Video bei YouTube online gestellt wird. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt oder Kommentare oder irgendetwas, was wir unbedingt wissen sollten, würde ich mich super freuen, wenn ihr kommentiert unter dem Video, unter dem Podcast. Dann würden wir auch im nächsten Video, in der nächsten Podcast-Folge darauf gerne eingehen. Und vielleicht hat der Sebastian ja dann noch ein bisschen mehr zu erzählen, wenn ihr da noch ein paar weitere Fragen stellt. Wir werden in das Video mal ein paar Fotos von deinem Objekt auch mit reinpacken, dass man sich das Ganze optisch mal ein bisschen vorstellen kann, was da im Hintergrund passiert ist. Und erstmal danke für die offenen Worte. Finde ich eine große Leistung, wenn man offen über Fehler spricht. Und meistens sind es nicht die Rosinen, die einen nach vorne bringen, sondern die Fehler, aus denen man gelernt hat. Das war der letzte weise Spruch für diese Folge. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.